Bis zum Ende des Jahres 2002 trugen Intercity-Express-Züge häufig die Namen berühmter Persönlichkeiten. Ende der 90er Jahre, ich war damals Provinzial unserer Ordensprovinz, schlug ich der Deutschen Bahn vor, einen der nächsten in Dienst zu stellenden ICE nach dem berühmten Dominikaner des Mittelalters Albertus Magnus zu nennen. Die Antwort war positiv und so erhielt ich im Sommer 1998 Besuch von Mitarbeitern der Bahndirektion Köln, die mit mir den Akt der Namensgebung besprechen wollten. Ich hatte die übliche Sekttaufe vor Augen. So staunte ich nicht schlecht, als die Herren mir eine klassische Segensfeier, Weihwasser und Weihrauch inklusive, vorschlugen. Auf meine Frage, ob die Bahn denn nicht Konfessions- und Anschauungsneutralität wahren müsse, erhielt ich in waschechtem Kölsch die Antwort: Ja, hören Sie mal, jenen Segen kann doch niemand wat han. Segen haben eine Art Allzeithoch. Menschen haben in der Tat nicht nur nichts gegen einen Segen, sie verlangen danach. Auf dem kleinen Weg zwischen Klosterpforte und Tür der Andreaskirche werde ich öfter um einen Segen als um irgendeine Information gebeten. Das deutsche Wort Segen kommt vom lateinischen Signum, Zeichen, später dann auch Kreuzzeichen. Der christliche Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort Benedictio, was man verschieden übersetzen kann. Jemandem etwas Gutes zusprechen, gut über jemanden reden, jemanden vor anderen loben. Segen hat also immer etwas Gutes zum Ziel. Darum lagen die Männer der Deutschen Bahn absolut richtig mit ihrer Sentenz: Jenen Segen kann niemand wat an. Im Gegenteil, den will in der Tat jeder haben. Es scheint uns wie aus der Seele gesprochen, wenn der Psalmist formuliert: Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten. Ein uralter Text, den wir ebenfalls aus dem Buch der Psalmen kennen, drückt das als Wunsch aus, den man einem lieben Menschen zudenkt. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wenn du wiederkommst. Wenn ich jemandem Gutes will, soll der das eben auch wissen und spüren. In diesem Sinn sind alltägliche Wünsche wie mach's gut, viel Glück, alles Gute, säkulare Segensformeln. Gängig sind auch die ursprünglich religiösen geblieben. Ein Beispiel ist das bayerische Pfirti, was ja in der vollen Form nichts anderes heißt als behüte dich Gott. Wir zucken auch nicht zusammen, wenn einer uns sagt, sei behütet. Heute endet das Jahr 2020. In die Geschichtsbücher wird es als Corona-Jahr eingehen und nicht nur in guter Erinnerung bleiben. Morgen, am ersten Tag des neuen Jahres, stellt die Lesung im Gottesdienst die Weichen auf Hoffnung. Der Text dazu ist alt und findet sich bereits im vierten Buch der Bibel des Ersten Testamentes. Der Herr sprach zu Mose: Sag Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Ich wünsche dir eine gute Reise hinüber in das neue Jahr. Dort sei Gott vor dir,
wenn du den Weg nicht kennst, neben dir, wenn du unsicher bist, über dir, wenn du Schutz brauchst, in dir, wenn du dich fürchtest. Gott umhülle dich wie ein Mantel, der wärmt und schützt. So segne dich unser guter Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Musik.